Hallo und willkommen zum Kartenspiel. Wahrscheinlichkeitsrechnung hat ja einiges mit Spielkarten zu tun und da werden wir jetzt mal die ersten Versuche hier wagen. Den Joker schmeißen wir aber raus, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir spielen mit den normalen Karten und zwar haben wir da ja immer vier Farben, also Pik, Karo, Kreuz und Herz. Und von jeder Farbe gibt es dann 13 Karten. Ja, also ich habe von jeder Farbe gibt es ja das Ass, dann habe ich die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die 10 und dann habe ich natürlich Bube, Dame und König. Das macht also zusammen 13 Karten pro Farbe. 13 Karten pro Farbe gibt es da. Dann haben wir also insgesamt 4 mal 13, das sind dann gleich 52 Karten. Ja, und was ich dann mache, ist, ich nehme halt diesen Stapel von 52 Karten, ich mische den, ja, und dann ziehe ich eine Karte raus. Und dann kann ich natürlich jetzt mal ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass dann dabei bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Also, ich könnte mir ja sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich einen Buben bekomme, wenn ich dieses Experiment mache. Also die Wahrscheinlichkeit, hier einen Buben zu ziehen. Also, das Ereignis ist, dass ich einen Buben ziehe und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall habe ich 52 Karten und jede dieser Karten hat ja dieselbe Chance, gezogen zu werden. Das sind also wirklich 52 gleich wahrscheinliche Ergebnisse hier möglich. Ja, und wie viele von diesen Ergebnissen führen jetzt dazu, dass ich am Ende einen Buben in der Hand halte? Nun, unter diesen 52 Karten gibt es genau vier Buben, nämlich den Herzbuben, den Pikbuben, den Kreuzbuben und den Karo-Buben. Also vier Buben habe ich in dem Spiel drin. Das heißt, vier von den 52 Karten führen dazu, dass ich am Ende dann einen Buben in der Hand halte. 4 52stel, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann ein 13stel. Ja, und jetzt stecke ich den Buben wieder zurück in den Kartensatz und jetzt mache ich nochmal einen Versuch und schaue mal nach, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eine Karte kriege, die ein Herz ist. Die Wahrscheinlichkeit, ein Herz zu ziehen. Nun, es gibt wieder 52 Karten. Wie viele von diesen Karten sind Herz? Haben wir ja oben aufgeschrieben. 13 Karten pro Farbe gibt es. Also 13 von den 52 Karten sind Herz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 13 52stel und das ist gleich ein Viertel. War jetzt natürlich auch so zu erwarten, wenn ich sage, ich habe vier Farben im Spiel und jede Farbe hat genauso viele Karten, dann muss die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Farbe zu ziehen, dann auch ein Viertel betragen. Das hätten wir eigentlich von vornherein so erwarten können. Ja, und jetzt kombiniere ich das mal. Jetzt frage ich mal, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, eine Karte zu ziehen, die Bube ist, die aber auch die Farbe Herz trägt? Ja, wie viele solche Karten gibt es denn? Im ganzen Spiel gibt es genau einen Herzbuben. Das heißt, ich habe nur eine Karte, die diese Bedingung erfüllt. Eine von diesen 52 Karten erfüllt die Bedingung und das ist natürlich dann auch gerade die Wahrscheinlichkeit, ein 52stel. Und das ist genau dieselbe Wahrscheinlichkeit, die jede andere bestimmte Karte in dem Spiel hat, gezogen zu werden. Also der Herzbube, ein 52stel, genauso wie das Kreuzass die Wahrscheinlichkeit ein 52stel hätte oder die Karo 7. Ja, und wenn ich jetzt sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Buben zu bekommen? Oder ein Herz. 52 Karten gibt es. Habe ich hier oben schon ausgerechnet. Ja, es gibt 4 Buben, es gibt 13 Herzen. Da könnte ich ja jetzt einfach schreiben 4 plus 13. Jetzt gibt es aber eine Komplikation hier und das wird klarer, wenn wir mal so ein Mengendiagramm anschauen. Also Venn-Diagramme nennt man die ja auch. Vielleicht kennt ihr das aus der Mengenlehre noch. Da haben wir, also das soll jetzt die Menge der ganzen Karten darstellen. Da haben wir unsere 52 Karten hier. Und dann haben wir ja diese Menge der Buben. Da gibt es 4 Buben. Das sind also hier das sind die Buben. Und dann haben wir die Menge der Herzen. Jetzt gibt es aber einen Herzbuben hier. Das heißt, die Menge der Herzen überlappt sich mit der Menge der Buben. Das sind also hier die Herzen. Und hier, das hier. Da gibt es eine Karte, die gemeinsam in beiden Mengen drin ist, und das ist eben gerade der Herzbube.
Das heißt, wenn ich jetzt hier 4 plus 13 zusammenzähle, dann habe ich den Herzbuben eigentlich zweimal gezählt, denn der Herzbube ist hier dabei und der ist aber auch bei diesen 13 Herzkarten dabei. Und doppelt zählen will ich nicht, deshalb muss ich ihn dann noch einmal abziehen. Das heißt, ich muss hier rechnen 4 plus 13 und diese Karte hier in der Schnittmenge, die ziehe ich wieder ab. Das heißt, als Ergebnis der Wahrscheinlichkeit, einen Buben oder ein Herz zu bekommen, habe ich eben nicht 4 plus 13 gleich 17, sondern 16. Ich habe 16 52stel, oder wenn ich das durch 4 teile, dann erhalte ich 4 13stel. 4 13stel ist die Wahrscheinlichkeit, hier Buben oder Herz zu bekommen. Ja, ähnlich muss ich vorgehen, wenn ich Flächen berechne. Ja, wenn ich jetzt hier eine Fläche habe, eine Fläche A, und hier habe ich eine Fläche B, und die überlappen sich, und hier in der Mitte, das wäre die Fläche C, dann ist die Gesamtfläche jetzt eben nicht A plus B, sondern die Gesamtfläche ist A plus B minus C, weil das C ja hier in der Summe A plus B zweimal gerechnet wurde. Also so wie ich das hier bei den Flächen machen muss, so muss ich das hier eben auch bei diesen Ereignissen machen. Ich muss die Schnittmenge wieder abziehen, um das richtige Ergebnis für die Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Aber Näheres zu dieser Additionsregel gibt es dann noch im nächsten Video.